Einen schönen guten Tag. Schauen wir uns in diesem Video an, wie Sie beim Statusmelder Ihre Accounts bei den einzelnen Portalen aktivieren können. Zunächst müssen wir uns kurz anmelden. So, kurz die Daten eingeben, auf Einloggen klicken und im nächsten Schritt dann beim Statusmelder hier oben auf Meine Accounts. Hier sehen Sie die aktiven Accounts, beginnend mit Facebook und der Facebook Fanpage. Hier ist es wichtig, dass Sie im ersten Schritt Ihren Facebook-Zugang aktivieren. Das heißt, ich klicke hier auf Aktivieren und dann folgt sofort die Weiterleitung zur Anmeldung bei Facebook. Hier gebe ich dann meine persönlichen Zugangsdaten zu Facebook ein und klicke einmal auf Anmelden. Im Hintergrund wird dann unsere Facebook-API mit Ihrem Login verknüpft und Sie gelangen wieder in die Startseite vom Statusmelder nach dem Login. Hier können wir jetzt schauen auf Meine Accounts und dann sehen wir schon, dass hier oben dementsprechend bei Facebook der Account Gerald Fockenberg aktiviert ist. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Login einmal zu testen und ja, so wie es hier oben drüber auch steht, es wird dann ein kleiner Post mit Wünsche einen erfolgreichen Tag auf Ihrem Profil gepostet. Ja, ich klicke jetzt hier einmal auf Login testen und warte einen kleinen Moment. Hier schreibt mir der Statusmelder schon, dass der Testpost in meinem Facebook-Account gepostet wurde. Ja, ich wechsle dann einmal kurz auf meinen Facebook-Account und hier kann ich schon sehen, vor 27 Sekunden wurde Wünsche einen erfolgreichen Tag in meinem Profil hier bei Facebook gepostet. Somit ist sicher, dass der Zugang zu Facebook auch korrekt eingetragen ist und funktioniert. Ja, jetzt können wir auch in Facebook noch einmal kurz schauen. Wir ganz oben rechts auf den kleinen Pfeil klicken und auf Kontoeinstellungen und im nächsten Schritt ganz links auf Anwendungen klicken. Hier haben wir oben jetzt die Anwendung My Profil. Das ist im Grunde unsere API, die für den Statusmelder die Posts in Ihrem Facebook-Profil absendet. Diese ist jetzt hier eingetragen und mit einem Klick auf Bearbeiten sehen wir auch die genauen Einstellungen dazu. Hier haben Sie dann auch die Möglichkeit, dementsprechend zu verwalten, wer Ihre Posts sehen kann. Die größte Reichweite haben Sie natürlich mit alle. Ja, dann gehen wir zurück zum Statusmelder. Ja, hier an dieser Stelle können wir dann auch sehen, die Facebook Fanpage hat sofort einen Auswahlreiter. Das heißt, sobald ich hier auf den Pfeil klicke, kann ich alle Fanpages sehen, die ich persönlich als Administrator verwalte und kann dann die Fanpage auswählen, auf der ich dementsprechend hier posten möchte. Habe ich die korrekte ausgewählt, klicke ich einmal auf Speichern und dann ist dementsprechend auch dieser Account aktiviert. Schauen wir noch einmal unter meine Accounts und schon ist auch die Fanpage mit dem Namen hier aktiviert. Auch hier kann ich ganz genauso wieder das Login testen auswählen und schon wird die Statusmeldung zum Testen abgesendet. Ja, Sie sehen, so einfach können Sie hier Facebook und auch eine oder wenn Sie mehrere Fanpages gekauft haben, auch mehrere Facebook-Fanpages aktivieren. Wenn Sie hier noch eine zweite aktiv haben, dann würde eine zweite Zeile Facebook-Fanpage hier auftauchen und Sie könnten dementsprechend die weitere Fanpage aktivieren und Ihr Login dort testen, um dann hinterher Ihre Statusmeldungen auf der Fanpage abzusetzen. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg mit dem Statusmelder und alles Gute vom Gerald Fockenberg.